Willkommen, meine lieben Freunde, zur dritten Folge von Road to Pro. Es geht weiter. Wir haben aktuell 5 Siege in Folge geholt. Deswegen würde ich sagen, werden wir uns auch direkt mal reinstürzen ins Kampfgeschehen. Beziehungsweise gibt es hier natürlich erstmal wieder den Teambuilding-Prozess. So, wir wollen heute mal wieder Wetter spielen, aber dieses Mal Sonne rund um Vulnona und Glurak in der G-Max-Form. So, und ich möchte nicht nur auf Vulnona bauen und deswegen spielen wir wahrscheinlich noch Zubiris. Das scheint auch ganz gut zu sein in Kombination mit Glurak, weil es ja auch Mogelhieb kann und natürlich auch den Sonnentag. So, ein Pokémon, was zum einen von der Sonne profitiert, weil Wassertag weniger Schaden machen und natürlich auch noch mal unsere Gesteinsschwäche abfängt, ist Rihornior. Das heißt, damit lässt sich auf jeden Fall was Cooles anstellen. Okay, und ich muss sagen, ich habe viel zu viel Angst vor Primarine, deswegen muss, glaube ich, einfach Wutzas dann auch mal mit. Denn Primarine besiegt uns sonst komplett. Wobei, wisst ihr was? Eigentlich ist Hutzwasser hier besser, aber ich will unbedingt Bisaknoss spielen. Auch wenn er nicht so gut ist. Bisaflor kann ich natürlich nicht spielen aktuell. Deswegen, ja, versuchen wir es mit Bisaknoss. Und ich glaube, ich möchte so ein bisschen was gegen Bizarraum haben. Und ich habe ja mit Rihornior auch die Möglichkeit, den Bizarraum auszunutzen. Also spiele ich, glaube ich, selber noch zusätzlich Bizarraum mit Zelembrim. So, das ist jetzt das fertige Team. Ich denke, dass das funktionieren kann, aber vielleicht auch nicht. Mal sehen. So, da sind wir nun im Spiel mit diesem Team und mal sehen, wie das laufen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ja, ich habe einiges natürlich auch noch zu erzählen, was Feedback angeht und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, wir starten aber erstmal in den Kampf. Wir haben einen Gegner gefunden mit einem Team bestehend aus Lapras, Wulaosu, Rotom in der Hitzeform, Zubiris, einem Hutsasa und einem Tentantel. Sonne sieht hier auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice aus, muss ich sagen. Also das gefällt mir schon mal sehr gut. Die Frage ist nur, wie will ich die Sonne setzen? Will ich sie mit Vulnona und Glurak dann setzen? Beziehungsweise lieber sonst mit Zubiris leaden, statt Vulnona, das wollte ich sagen. Weil Zubiris ist natürlich auch eine Option. Aber halt auch ein Zubiris, ja. Da könnte halt ein Mogelhieb haben und so weiter und so fort. Ja, ich denke aber trotzdem, dass das passen sollte. Ich denke, wir machen das so. Ich denke, wir hauen direkt Vulnona und Glurak raus. Ich denke, dass wir auch Rihornior wahrscheinlich rauspacken. Ja, wobei, ich habe halt Feuerschlag für die Pflanzen-Pokémon. Ich finde Zelembrim eigentlich gar nicht mal so schlecht hier in dem Matchup. Das gefällt mir sehr, sehr gut sogar. Aber das vierte Mon, da bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Zubiris, Rihornior oder vielleicht sogar Bisaknosp. Nehmen wir den einfach mal mit. Ja, ich weiß halt nicht. Der wird halt nicht gegen die Pflanzen-Pokémon ankommen können. Deswegen bin ich mir da gerade ein bisschen unsicher. Weil ich habe halt keinen Meteorologe drauf. Ja, ich denke mal, wir nehmen Rihornior mit, weil wir haben Feuerschlag. Wir könnten auch noch einen Bizarraum rausholen oder so. Also ich denke mal, das wird schon passen. Diese Kombination, ich hoffe es zumindest. Wir werden es dann ja im Kampf sehen. Auf geht's, hoffen wir auf einen nicen ersten Kampf für diese Folge. Und schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr weiterhin diesen kurzen Teambuilding-Prozess Schnitt sehen wollt. Zusammenschnitt, das wollte ich sagen. Denn die Sache ist die, jemand meint, dass es relativ unnötig sei, weil es ist halt relativ kurz und ich sage da ja nicht viel. Aber ich denke, es kann trotzdem interessant sein, so wie ich das aufgebaut habe, das Team. Selbst in einem schnellen Zusammenschnitt. Ich würde aber auch ungern jetzt irgendwie 5 Minuten Teambuilding da voranschneiden. Ich glaube, das ist auch nicht so cool. Und extra Video lohnt sich, finde ich auch nicht. Deswegen schreibt mir da gerne eure Meinung in die Kommentare, ob ihr das so gut findet, wie es ist, ob ich das ein bisschen anpassen soll oder ob ich es vielleicht sogar komplett rauslassen soll. So, wir haben direkt die Sonne rausgeholt, was schon mal nice ist. Wir könnten Solarstrahl auf Lapras einsetzen oder direkt auf Trugträne gehen auf Lapras. Das wäre auch eine Option. Und dann halt einfach mal auf Düner Luftschnitt. Aber da ist halt dieses doofe Elektro-Pokémon namens Rotom Heat da, was mir nicht so gefällt. Ja, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich denke mal, ich hau hier eine Trugträne auf Rotom raus. Und dann shielde ich erstmal eine Runde, ja. Denn ich will, glaube ich, die Spezialverteidigung einmal runtersenken von Rotom Heat. Okay, Dynamax direkt in der ersten Runde. Aber das sieht gar nicht nach einem guten Start aus. Vielleicht hätte ich sogar rauswechseln sollen. Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich Glurak rauswechseln sollen und Rihornior. Okay, er geht mit Lapras in die Giga-Düner-Form. Okay. Was wird er einsetzen, ist gerade die Frage. Aber das gefällt mir schon mal nicht. Ja, ich glaube, wobei Rihornior auch so in Lapras reinwechseln, ist halt auch so die Frage. So, wir holen jetzt erstmal ein Schutzschild raus. Das wird, denke ich mal, schon mal ganz wichtig sein. Und wir gehen auf Trugträne.
Frage ist, ob er jetzt hier auf Ladungsstoß oder so geht, was er jetzt hier tut. Ich weiß nicht, ob er das machen möchte mit Lapras, wobei da könnte er auch Schwächenschutz haben. Er hat Donnerblitz und er geht auf den Gulag-Slot. Perfekt. Das ist schon mal sehr gut. Und wir sehen jetzt die Dynaflut gegen Winona höchstwahrscheinlich. Aber das ist okay. Denn wir bekommen dann einen Solarstrahl raus. So, aber er holt jetzt... Nee, er meint, er hat den Regen jetzt rausgeholt. Okay, das Lebenorb. Die Frage ist, will ich nochmal rauswechseln und die Sonne später nochmal setzen oder nicht? Das ist eine gute Frage. Gute Frage, nächste Frage. Nee, ich glaube, ich will einfach nochmal eine Trugträne auf Rotom einsetzen. In der Hoffnung, dass ich mit Düner Luftschnitt ihn dann kille. Wobei Düner Luftschnitt würde nicht ausreichen. Düner Brandsand. Ich glaube, ich werde aber trotzdem auf Düner Düse gehen. Ich glaube, das machen wir so. Ich hoffe, dass... klappt so, wie ich es mir gerade vorstelle. Wenn nicht, ist es ein bisschen blöd. Aber warte mal, müsste da nicht Giga stehen? Nee, ne? Ich habe Giga Glurak hoffentlich dabei. Ich müsste Giga Glurak dabei haben. Relativ sicher. Das ist ja das Giga Glurak. Okay. So, er ist gleich auf minus 4. Kann minus 4 Düner Düse ihn besiegen? Minus 4 Spezialverteidigung. Komm schon, eigentlich müsste das doch dann reichen, oder nicht? Für einen Feuermove kann ich halt nicht gehen. Das bringt mir nicht so viel. So, nochmal Trugträne. Jetzt ist er auf minus 4 Spezialverteidigung. Und jetzt sollten wir doch eigentlich gut Damage machen, oder nicht? Komm schon, Glurak, bitte kill dieses Rotom. Es killt, sehr nice, sehr, sehr nice. Ich kenne halt nicht den Kalk, deswegen. By the way, hat auch jemand in den Kommentar geschrieben beim letzten Mal, so, ja, das erste Game von der letzten Folge hast du halt nicht gut gespielt und so weiter und so fort, gegen Barakiefer. Falls ihr die Folge gesehen habt, ihr wisst Bescheid. Ne? Leute, ich werde auch hier immer noch Fehler machen. Ich bin erst am Anfang, das ist jetzt mein sechstes Match. Und er geht leider auf Glurak. Sad. Ich dachte wirklich, dass er vielleicht Dingens raushaut. Winona, aber nee. Hat er gut gemacht, dass er hier auf Glurak geht. Aber noch ist es fein. Ah, weiß ich noch nicht, ob das so fein ist. Werden wir sehen. So. Ja, wir müssen halt den Bezauberung rausholen und jetzt damit ein bisschen Faxen machen. Das ist halt die Sache. Das ist jetzt die Sache. Das könnte aber unser erster Lose sein. Der Start war halt nicht so gut für uns. Ich hätte ihn wahrscheinlich auch ein bisschen anders spielen sollen. Aber okay, Zubiris kommt rein. Der kann halt Mogelieb haben, ne? Der kann halt Mogelieb haben. So. Ich denke, wir hauen hier einfach nochmal eine Trugträne raus. Dieses Mal auf Lapras. Und dann gönnen wir uns den Bizarro-Raum. Und ich hoffe, dass er Winona besiegt, diese Runde. Das wäre, glaube ich, das Beste, was er tun könnte für mich. Da kommt Mogelieb wahrscheinlich in den Selenium-Slot. Nee, in den Winona-Slot. Okay, er wollte nicht getrugtränt werden. Und er würde halt jetzt nochmal... Okay, Giga Melodie setzt ein, wenn man meint. Ich dachte, er setzt jetzt die Wasserattacke ein. Aber die killt mich halt nicht. Das heißt, wir bekommen jetzt den Bizarro-Raum raus. Was auch nicht schlecht ist. Wobei, er hat halt jetzt einen Aurora-Schleier. Ah, das sieht auch alles ganz, ganz belastend gerade aus. Der Bizarro-Raum ist aber halt auch nicht so schlecht. Wir können halt sowieso jetzt auch ein bisschen auf die Flinches gehen. Mit Rhyperior, mit Rihornior. Der Regen ist leider auch noch draußen, den werde ich auch nicht mehr weg. Ja, wahrscheinlich hätte ich meinen Dynamax aufspannen müssen. Wäre wahrscheinlich der Play gewesen für Rihornior. Weil mit dem Schwächenschutz hätten wir, glaube ich, hier echt noch gute Karten. So wird es gerade ein bisschen schwerer. So, gehen wir jetzt hier einfach auf Schutzschild oder gehen wir einfach auf Steinhage? Ich glaube, Steinhage ist hier einfach der Play. Ich glaube, Regen ausstollen. Oder ist der Play, den Regen auszustollen? Zwei Runden Regen gegen vier Runden Bizarro-Raum. Er wird halt auf Rihornior gehen. Wahrscheinlich ist es der Play, einmal auf Schutzschild zu gehen, aber dann kann er immer noch gleich auf die Wasserattacke gehen. Hilft dann auch nicht wirklich. Und vielleicht hat er auch eine Spread-Wasserattacke, einen Spread-Move. Deswegen, ich glaube, Steinhagel ist wahrscheinlich der bessere Play hier. Und dann noch Zauberschein. Ja. Okay. So, Double-Spread-Move jetzt hier. Verzögerung setzt ein. Das ist stark. Das ist stark. Habe ich ja auch auf meinem Zubiris. Hat er sehr gut gemacht. Da kommt jetzt ein Zauberschein. Besiegt auch sein Zubiris leider nicht. Und wir sehen jetzt die Hydropumpe. Sie misst leider auch nicht. Und er geht in den Rihornior-Slot. Ah, sad. Damit sollte es ein totes Rihornior sein, ja. Das ist nicht gut. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Das sieht nach einem GG aus. Es wird unsere erste Niederlage höchstwahrscheinlich. Aber das gehört auch zu der Reihe. In Road to Pro wird es natürlich nicht nur Siege geben, ne? Aber... das ist ein Match, woraus ich meiner Meinung nach relativ viel lernen kann. Wie ich zum Beispiel den Starter spiele. Ich habe den Starter auf jeden Fall nicht gut gespielt.
Und auch Matchup war natürlich ein bisschen schwieriger. So Regen gegen Sonne immer ein bisschen schwieriger. Aber ich hätte das ein bisschen besser machen können. Und ich hätte vielleicht auch andere Pokémon mitnehmen müssen. Ich weiß nicht ganz genau. Egal. Aber ich weiß ungefähr, was besser hätte laufen können. Und das nehmen wir einfach mit für das nächste Match. Und hoffen einfach mal, dass wir damit dann besser fahren. Ach ja, noch mal eine kurze Info zwischendurch. Heute Abend um 20 Uhr wird es auf meinem Twitch-Kanal, twitch.tv/presentlp, Link in der Videobeschreibung, VGC-Kämpfe gegen euch geben. Also wenn ihr das Ganze am selben Tag schaut, an dem Mittwoch, dann könnt ihr heute Abend gegen mich kämpfen und ich werde einfach die drei Teams benutzen, die ich bisher in diesem Format verwendet habe. So Leute, wir sind im Match und wir sehen wieder ein Team rund um Lapras. Eieiei. Ich glaube, dass Lembrem hier echt nice ist mit Bizarro-Raum. Ich überlege sogar direkt mit dem zu leaden. Ja, doch. Ich finde das an und für sich nicht schlecht. Ich glaube, das machen wir sogar. Wir nehmen Lembrem und Rihornio mit. Und dann ist natürlich die Frage, ob wir Zubiris mitnehmen oder Vulnona. Ich überlege gerade, ob Zubiris hier eher der Play ist, dieses Mal, um die Sonne aufzusetzen. Vulnona gefällt mir aber eigentlich auch in diesem Kampf. Beides gefällt mir. Ja, Bisaknoss gefällt mir leider nicht. Also natürlich, man hätte auch hier Fulipurba oder Tengudis wahrscheinlich spielen können. Oder vielleicht ein komplett anderes Pokémon. Vielleicht Gastrodon, damit man nicht so von Lapras zerstört wird. Wobei, da ist auch Gefriertrockner so eine Sache. Aber ja, ich packe erstmal Gluak auf jeden Fall rein. Und dann Zubiris oder Vulnona. Ich glaube, wir spielen hier Vulnona wieder. Oder? Nee, ich glaube, wir versuchen es sogar mit Zubiris. Nevermind. Wir machen das so. Mal gucken, wie das laufen wird. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt hier nicht zwei Niederlagen in einer Folge holen, sondern mit einem Sieg zurückkommen. Aber das wird auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr schwerer Kampf. Das Matchup sieht bisschen komplizierter aus, sage ich mal. Wie gesagt, Lapras ist, glaube ich, ein ganz großes Problem für das Team. Ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Hilfe. Da habe ich das Team vielleicht diesbezüglich nicht so gut gebaut. Aber das ist ja okay, das wird ja am Anfang öfter noch passieren. So, wir sehen Vulauso in der Wasserform. Und Agrostella. Ich werde jetzt hier den Bizarro-Raum aufsetzen. Und, oder ist doch die Wasserform, bin ich gerade lost? Das müsste die Wasserform sein. Ne, das ist Kampfunlicht, never mind. Der ist ja, genau, das ist der fließende Stil. Ja, da meinte ich, war kurz lost. Egal. Und wir drücken jetzt hier auf Schutzschild. Er könnte Dynamaxen. In der ersten Runde. Er Dynamax natürlich auch in der ersten Runde. Ich hoffe, dass er jetzt auf Dingens geht. Auf Agrostella, nicht auf Agrostella, auf Rihornior. Und nicht auf Zilembrim. Und wenn er aufs Lemon geht, dass ich diesen Angriff überlebe. Ne? Und Lichtattacke ist halt neutral effektiv. Ich kann halt Damage. Das ist das größte Problem für mich aktuell im VGC. Ich kann die Damage Rolls nicht einschätzen. Ich weiß halt nicht, wie viel Schaden die Angriffe machen. So, wir sehen ein Schutzschild von mir. Das ist halt für mich aktuell das größte Problem. So, wir sehen die Dynafaust gegen Rihornior. Perfekt, weil dadurch aktiviert sich mein Schwächenschutz. Das ist super. Das ist gerade richtig, richtig nice. Okay. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Und Agrostella geht wahrscheinlich auch auf den Slot von Rihornio. Ja, es ist schon mal keine schlechte Ausgangssituation, die wir uns jetzt hier gerade geschaffen haben. Eisenabwehr. Ja, okay, das ist mir egal. Ich werde dann ja auf plus 2 Erdbeben gehen. Ich überlege sogar zu Dynamax mit Zilembrim und dann vielleicht da ein paar Faxen zu machen. Weil ich dann ja auch Schutzschilden kann, Düner Schutzschild einsetzen kann. Wobei, muss ich auf Erdbeben gehen? Ich kann halt auf Zauberschein gehen gegen Vulauso. Wobei, nee, ich glaube, Dynamax ist hier mein Play. Ich habe hier folgenden Play. Wir gehen auf Dünawall in der ersten Runde und gehen auf Erdbeben. So, dann können wir in der nächsten Runde Düner Zauber einsetzen gegen Vulauso und einfach Steinhagel oder so drücken, je nachdem, was da halt noch reinkommt. Ich glaube, das ist das Beste, was ich hier tun kann. Ich könnte auch wechseln in Glurak oder sonst was in der Art, aber das sehe ich hier nicht unbedingt gerade. Und ich glaube, ich sehe gerade hier eher diesen Play. Das sollte, denke ich mal, passen. Wir haben halt dann noch den Bizarro draußen und so weiter. Ich denke, das wäre, oder ist gerade das Beste. Ja, doch, Dynawall, ja. Das kommt jetzt raus, dann gönnen wir uns ein Erdbeben. Wir sollten, glaube ich, die Agrostella immer noch weghauen. Wobei, es ist Agrostella, es ist hat eine krasse Defensive. Auf plus 2 Verteidigung, ja, never mind, ist ja auch ein Spread-Move. Never mind. Da kommt nochmal Eisenabwehr, ja, das ist aber egal. Sollte egal sein, oder? Ah, also, na.
muss vielleicht mit der Psychoattacke gleich auf den Boy gehen. Muss ich mal schauen. So, kommt nochmal die Dünerfaust, den werde ich aber noch überleben, dachte ich eigentlich. Tue ich aber nicht, interessanterweise. Habe ich vielleicht Rihonio gerade ein bisschen überschätzt, was die Verteidigung angeht. Das habe ich ein bisschen überschätzt. Ja gut, plus 1 Angriff und Dünerfaust. Aber Dünerfaust ist halt nicht so stark wie Nahkampf, wer immer meint. Egal. Macht es auf jeden Fall gerade ein bisschen schwerer. Ich glaube, gehen wir ins Zubiris und holen Mohib raus und danach Sonntag, um dann mit Glurak später zu sweepen. Beziehungsweise ist halt Slam wird immer noch super gut. Das Problem ist halt, Glurak wegen Bizarum ist nicht so nice. Wir haben halt Brandsand, aber für Zubiris, was ich nicht schlecht finde. Ja, ich denke, das machen wir sogar so. Ja, nicht Zubiris, für Agostella. Weil Agostella sonst ein bisschen nervig wird. So. Problem ist, Glurak ist jetzt das schnellste Mon auf dem Feld, aber ist egal. Wir gehen auf Giga-Sanktion gegen Vulaozu. Und dann auf Brandsand gegen Agostella. Wir könnten auch auf Schutzschild gehen, aber ich habe nicht so viel Angst vor einem Siedewasser. Das sollte okay sein von Agostella. Ich will einfach diese Agostella weghaben. Agostella ist immer nervig. So, Giga-Sanktion kommt, besiegt jetzt erstmal dieses Vulaozu. Der geht auch nicht irgendwie auf Dünner Wall oder so. Ich weiß auch nicht, ob er jetzt irgendwie einen Status-Move gehabt hat. Wahrscheinlich nicht. So, und jetzt ist Agostella auch verwirrt, was auch nicht schlecht ist. Das nehmen wir halt auch sehr gerne mit, diese Verwirrung. Das nehmen wir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gerne mit. So, vielleicht trifft er sich jetzt auch. Das, wie gesagt, 30% nimmt man mit. Aber, nee, da kommt die Genesung, was okay ist. Das müsste passen. Selenium hat noch eine Dünerrunde. Oder eine Giga-Runde. Wir bekommen jetzt einen Brandsand raus. Und wir haben auch noch eine Zauberraumrunde danach. Ja, Brandsand macht noch guten Schaden. Kann verbrennen. Verbrennt sogar. Perfekt. Nehmen wir mit. Und jetzt natürlich noch die Frage, was er noch so hat. Weil wir haben noch drei Pokémon auf der gegnerischen Seite. Also hier bleibt gerade noch alles spannend. Hier bleibt alles noch spannend. Er hat halt noch Durengard, was okay wäre für mich. Also potenziell. Ist halt noch Lapras. Ja, Lapras ist schon mal ein größeres Problem. Ich werde aber halt direkt auf den gehen. Wahrscheinlich auch mit Dünner Zauber. Also mit Giga Sanktion. Oder die Dünner Chinese. Dann würden wir halt mehr Schaden mit Psychoattacken machen und halt auch gleichzeitig dieses Agostella weghauen. Ja, ich glaube, Dünner Chinese. Also würden wir nicht, aber in der nächsten Runde damit Flächen macht. Machen wir so. Wir gehen auf Dünner Chinese und Schutzschilden erstmal. Dann gucken wir nochmal Bizarraum. Wie viele Runden haben wir denn noch? 2 Runden, okay. Ja, hauen wir jetzt hier erstmal ein Schutzschild dann raus. Ja, ich will keine Hydropumpe abfangen. Das machen wir so. Das machen wir so. So, Schutzschild kommt. Danach werde ich wahrscheinlich Glurak rauswechseln und zu Beerus, um dann die Sonne aufzusetzen. Für Glurak Endgame. So, Dünner Chinese macht unfassbar guten Schaden. Und Flächenmacht sollte dann in der nächsten Runde die beiden raushauen. Vor allem, weil wir ja noch eine Bizarraumrunde haben. Also ist das gerade eine ganz gute Situation für mich. Doch, doch. Ich bin gerade sehr zufrieden. Agustin trifft sich sogar selbst. Noch besser. Hydropumpe geht wahrscheinlich in den Glurak-Slot. Perfekt. Super gut. Richtig, richtig gut. Das ist die beste Situation, die wir gerade haben können. Weil Slamrim geht jetzt wieder in die ganz normale Form. Wir können einfach auf Flächenmacht gehen. Beide weghauen. Wobei, geht nicht auf beide. Geht doch auf beide, wenn mit Zauber. Warte. Wenn ein Psychofeld aktiv ist, steigt die Stärke und es wird einem gegnerischen Pokémon Schaden zugefügt. Ja. Müsste eigentlich der Fall sein. Na, wir gehen einfach auf Lapras und dann wechseln wir Glurak, glaube ich, einfach raus, oder? Ich denke schon. Ich denke, wir hauen dann Zubiris rein. Doch, doch, doch. Dann können wir da nämlich ein bisschen was gleich mitmachen. So, Glurak, komm zurück, Mann. Du kannst später noch Arbeit machen, wobei Slamrim vielleicht einfach am Alleingang hier durchgehen kann. Mal sehen. So, jetzt kommt die Flächenmacht und die sollte ja gegen beide gehen. Ja, das geht gegen beide, weil das Psychofeld aktiv ist und damit sind Agostella und Lapras down und damit steht es 3 gegen 1. So haben wir das Blatt gewendet. Auf geht's, das ist richtig, richtig sick. Und ja, jetzt können wir auch noch die Sonne mit Zubiris rausholen. Wir können auch nochmal überlegen, Bizarraum rauszuholen. Es ist halt die Frage, was jetzt noch hat. Arcani kommt rein, okay. Jo, Arcani würde ich sagen, Mogelhieben wir hier erstmal. Relativ sicher. Bizarraum rausholen lohnt sich nicht. Nee, nee, nee. Also ich gehe einfach auf Flächenmacht. Also zack, Flächenmacht auf Arcani. Und Mogelhieb auf Arcani.
Und dann passt das alles. Ah, ich bin lost. Psycho. Ich war lost. Das wird mir auch noch passieren, weil ich solche Sachen dann vergessen werde. Ich meine, sowas weiß ich natürlich durch das Einzelformat, ist ja klar. Aber ja, hätte ich Sonntag wahrscheinlich rausholen können, weil ich auch den Fluchtknopf habe. Und Standparko hat auch noch gemisst gegen Selembrim. Bisschen sad, aber ich glaube nicht, dass das groß gemattert hat. War ein bisschen lost von mir, das mit dem Mogelhieb. Vergessen wir. Sonntag wäre der Play gewesen. Aber macht jetzt keinen großen Unterschied, denn Flächenmacht im Psychofeld wird unfassbar viel Schaden machen. Und wir haben natürlich noch Brandsand. Und ich denke nicht, dass er es noch irgendwie gewinnen wird. Flächenmacht, zack, auf Akani. Und Brandsand auf Akani. Und damit ist es ein GG. Ja, Lost Momente wird es auch geben. Und auch natürlich Niederlagen, wie wir es jetzt das allererste Mal in diesem Format gesehen haben. Die erste Niederlage. Aber aus der lernen wir natürlich auch. Leute, schaut auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder rein, wenn ihr Bock habt. Und wie gesagt, es gibt wahrscheinlich heute auch noch einen Twitch-Stream um 20 Uhr auf twitch.tv/PresentLP. Schaut da vorbei, ihr könnt da wahrscheinlich gegen mich kämpfen. Link in der Beschreibung. Wird nice.